Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play, die Beta von Elite Dangerous, Version 1.3 Beta. Und wie ihr es vielleicht schon an meinem Schiff seht, wollen wir heute mal die Mining-Drohnen uns genauer angucken. Und zwar, weil ich da jetzt öfter mal nachgefragt wurde, kannst du nicht mal ein Video machen, wie das Mining jetzt funktioniert? Und es ist, denke ich mal, überhaupt kein Problem. Hab mir schnell die Asp zusammengeschustert. Ihr seht auch unten im unteren Bereich meiner UI, ich habe Prospector und Collector und da werde ich eben die neuen Drohnen-Controller auch mal zeigen. Schauen wir mal kurz ins Setup rein. Nichts Besonderes, Schildgenerator, Schildbooster, bla bla bla. Und hier haben wir eben den Collector Limpet Controller, das sind unsere Sammeldrohnen. Wir haben eine Raffinerie, die brauchen wir natürlich auch fürs Mining. Und wir haben die Prospector Drohnen. Collector Drohnen, denke ich mal, ist schnell erklärt, auch am Namen her seht ihr schon, was die machen. Die sammeln einfach Cargo ein. Und dann haben wir noch die Prospector Drohnen, mit denen können wir nämlich die Zusammensetzung eines Asteroiden überprüfen. Das machen wir gleich mal. Ich habe die hier in meiner Feuergruppe mit den Burst Lasern. Und hier nehmen wir uns gleich mal den Asteroiden hier vorne. Wir sind übrigens in einem Pristine Metallic Belt, müssten also relativ gute Ausbeute hier machen. So, wenn wir die Drohne rausfeuern, seht ihr gleich auf dem Radar, da kommt sie. Ein Limpet fliegt auf den Asteroiden zu und das setzt sich jetzt daran fest. Ich wechsle schon mal auf meine Mining Laser Feuergruppe. So, und jetzt sehen wir gleich unten links, der besteht zu 44,7% aus Rutil. So, und jetzt kann ich eigentlich mit meinen Mining Lasern das Ding anfangen auseinanderzunehmen. Wenn wir nah genug dran sind. Ja, das ist ja das alte Spiel, kennt ihr ja, ganz normales Minen mit dem Laser. Jetzt kommen hier schon die ersten Chunks raus. Ihr seht auch unten links, wie viele Chunks da tatsächlich noch drin sind. Wir sind bei 36%, 27%, das ist auch ein Vorteil, wenn man die Prospector-Drohne anvisiert hat, sieht man immer noch, wie viel drin ist. Das heißt, ich weiß dann auch, wann ich aufhören muss zu schießen, was jetzt der Fall ist. So, jetzt mache ich meine Cargo-Luke auf und jetzt schieße ich die Collector-Drohnen raus. Ich habe zwei Stück davon, das heißt, ich kann auch zwei rausschießen. Da fliegt die erste los. Und hier kommt die zweite. Und ihr seht, die kommen auch schon direkt zurück, bringen mir was mit. Denn in mein Hopper ist jetzt noch empty und jetzt habe ich Rutil drin. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht mehr selber machen. Ich kann mich einfach hier hinsetzen und mich eher darauf konzentrieren, dass mich keine Piraten angreifen. Und ihr seht, das mit dem Rutil geht jetzt hier super schnell. Ah, jetzt ist schon die erste Tonne voll. Also ist ein riesengroßer Vorteil gegenüber dem Standard-Mining. Weil man, wie gesagt, einfach jetzt auch mal in Ruhe hier noch nebenbei was machen kann. Zigarette rauchen, Kaffee trinken, Fernsehen gucken, was auch immer. Die zwei Tonnen Indeed, die kommen jetzt nicht hier von dem Asteroiden, sondern die hatte ich schon vorher drin. Ich habe damit vorher schon ein bisschen rumexperimentiert. Deswegen habe ich auch nur noch 15 Limpets dabei. Dann müssen wir das Rutil hier weiter. Das geht hier so schnell, ich komme da gar nicht mehr mit. Ja, und genauso funktioniert es eigentlich auch. Also diese Collector-Drohnen, die könnt ihr nicht nur fürs Mining benutzen, sondern die könnt ihr auch zum Cargo-Scoopen benutzen. Beispielsweise, wenn ihr Piraterie betreibt, sagt einfach, oder den Trader, der überfallt, ihr bringt ihn dazu, dass er euch 50 Tonnen rausschmeißt und ihr habt das einfach mal in unter einer Minute weggescoopt. Und ihr könnt auch noch Sammeldrohnen-Controller einbauen, die mehr als drei Drohnen gleichzeitig rausschießen können. So, jetzt ist das Ding hier leer. Jetzt können wir uns quasi schon auf dem Weg zum nächsten Asteroiden machen. Und da verfahren wir wieder genauso. Prospector-Drohne, raus damit. Wenn ihr eine Prospector-Drohne danach abschießt, nachdem ihr eine abgeschossen habt, dann wird die vorherige zerstört. Seht ihr jetzt, Prospector failed. Das ist nicht meine aktuelle, das ist die letzte gewesen. Dann schauen wir mal, was der Brocken uns jetzt hier gibt. Kobalt, Galit und Rutil, okay. Ist jetzt nicht so das Superteil. Ich meine, ich bin jetzt zwar ein Pristine Belt, aber ihr seht das ja auch schon an den Asteroiden. Das sind halt keine Metallbrocken, das sind eher Mineralien. So, und jetzt seht ihr, meine Drohnen, die fliegen immer noch weiter raus, weil die halten je nach Klasse des Moduls eine bestimmte Zeit aus. Ich glaube, die hier halten 12 Minuten, bevor die zerstört werden. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hinterherkommen, damit wir auch effektiv bleiben und ganz schnell das hier alles in die Raffinerie reinpacken. Und so könnt ihr eigentlich den ganzen Tag weitermachen. Ich habe hier jetzt in meiner Asp habe ich knapp 100 Tonnen Cargo. Und ich hatte mir 30 Limpets mitgenommen. Das war eigentlich noch zu wenig, weil ich vergessen habe, dass man ja auch nochmal überlegen muss, dass die Prospector-Drohnen ja nur einmal einsetzbar sind. Also ich denke mal, wenn man so 100 Tonnen hat, dann kann man mal locker 50, 60 Limpets mitnehmen.
Und wenn man mal welche hat im Frachtraum und muss sie wegschmeißen, weil man die Fracht eher braucht, ich sag mal, du hast dein Fr der Frachtraum ist voll, aber ihr habt noch 20 Drohnen. Einfach wegschmeißen, weil die Dinger kosten nur 100 Credits pro Stück im Moment. Ob das in der Live-Version anders sein wird, keine Ahnung. Aber ich denke mal nicht. Und jetzt haben wir hier. Oh, jetzt habe ich auch so was aus dem Hopper rausgeworfen. Wir haben aber 6 Tonnen jetzt hier in den 5 Minuten gemacht, oder wie lange wir hier sind. Und wie gesagt, so könnten wir jetzt den ganzen Tag weitermachen. Das könnten wir auch alles mit einer Anaconda machen oder mit einer Typ 9. Dann könnten wir noch länger hier sitzen. Also, ich habe das Gefühl, dass Mining unglaublich profitabel wird, sobald man einen guten Belt gefunden hat. Entschuldigung. Sobald man einen guten Belt gefunden hat. So, und hier haben wir jetzt 41% Rutil. Komm, den einen machen wir noch. Wir sehen unten am Radar die beiden Dreiecke unter meinem Schiff im Radar. Das heißt, die sind immer noch aktiv, meine Collector-Drohnen. Und jetzt scheinen hier aber auch schon die ersten Piraten sich hier ranzuwagen an uns. Auf jeden Fall wird hier geschossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so, weiß nicht, so Streufeuer war, weil sich ja irgendjemand bekriegt neben mir. Aber wir sind hier in der High-Intensity Resource Extraction Site. Das heißt, hier kommen auch mehr Piraten. Das habe ich schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das ist jetzt nicht meine erste S, mit der ich hier bin. Ich hatte vorher schon eine andere. Aber der Chat oben. Ja, Merlin, I want it all. Könnte es sein, dass uns hier jemand angreift. So, und eine unserer Collector-Drohnen ist jetzt kaputt gegangen. Das heißt, wir schießen die nächste raus. Und jetzt sollten wir wieder. Ja, und das ist halt noch so ein kleiner Bug. Ich habe jetzt die zweite rausgeschossen und die erste ist kaputt gegangen. Also im Moment ist das noch so ein kleines bisschen verbuggt hier alles. Ich hoffe, das wird dann bis zum Release noch gefixt, weil mit zwei Drohnen oder drei sammelt es sich einfach viel schneller ein. Versuche es jetzt nochmal. So, da geht die zweite Drohne raus. Ich glaube, die sind einfach eben gegeneinander geflogen. Ne, auch diesmal hat sich die erste wieder zerstört. Ich glaube, die Drohnen scoopen sich einfach manchmal gegenseitig. Keine Ahnung, warum das passiert. Aber da muss auf jeden Fall noch gefixt werden, weil sonst ist das einfach nicht mehr so effektiv. Ihr seht ja, im Moment sammeln wir halt relativ langsam. Wir haben immer noch keine Tonne Rutil dazu bekommen. Weil halt eben nur diese eine einzige Drohne draußen ist. Ja, und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie profitabel das im Endeffekt wirklich sein wird, ob das eine Alternative zum Traden ist. Und vor allem könnt ihr euch ja hier auch Kollegen mit hinnehmen, die hier gleichzeitig in der Rest noch Bounty machen und euch beschützen, wenn ihr angegriffen werdet. Also ich denke mal, Mining im Wing wird weitaus mehr Sinn machen, als es bis jetzt gemacht hat. Und wie gesagt, was ich interessant finde, ist eben, dass man diese Cargo-Collector-Drohnen auch für die Piraterie einsetzen kann. Und da würde ich sie gerne mal ausprobieren. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass wir heute schon irgendwie was im Wing machen, aber die Leute, die bei uns im Moment auf dem TeamSpeak-Server aktiv sind, die haben irgendwie alle keinen Beta-Zugang. Und die Leute, die Beta-Zugang haben, die haben im Moment irgendwie zu viel zu tun. Die haben mir leider abgesagt. Vielleicht, falls einer von euch Beta-Zugang hat und Bock hat mitzumachen, schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein, dann können wir uns mal in-game treffen. Und dann machen wir vielleicht mal so einen Piraterietrip oder sonst was zusammen und schauen mal, wie das funktioniert mit den neuen Modulen. Ja, und dann müssen wir mal schauen, was wir dann noch von der Beta 1.3 dann die nächsten Tage zeigen. Also ich habe mir heute das Missionssystem noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich denke mal, dazu werde ich vielleicht noch ein Video machen. Beim letzten Mal haben wir uns einfach nur angeschaut, wie es so prinzipiell funktioniert mit den Powers. Und ich versuche jetzt noch mal eine zweite Collector-Drohne rauszuhauen, während die andere nicht sammelt. So, und das hat funktioniert. Sehr schön. Und unser Prospector geht auf den nächsten Asteroiden. Und was haben wir hier? So ein bisschen Gold oder sowas wäre mal super, aber ich glaube, hier in dem Belt können wir das vergessen. Weil es ist, glaube ich, eigentlich ein reiner Mineralienbelt, obwohl der als Metallic gekennzeichnet war. Wie gesagt, das System Jura, falls einer von euch da noch eine bessere Stelle kennt. Immer her damit, und eine meiner Collector-Drohnen ist schon wieder kaputt gegangen. Man ist jetzt nicht schlimm, wenn ich die einfach alle rausballere. Dann benutze ich einfach beim nächsten Mal eben keine Prospector-Drohne.
Ja, aber irgendwie funktioniert das nur mit einer Drohne. Schade. Die zweite kommt immer raus und fliegt die erste in den Frachtraum und verschwindet dann. Jetzt meine Raffinerie voll. Huch. Ah, wir müssen noch was rausschmeißen. Dann schmeißen wir nochmal das Bauxit raus und nehmen das Indit wieder mit rein. Und das Coltan auch. Also es ist eigentlich jetzt mehr Micromanagement als aktives Minen. Finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, man kann noch Sachen nebenbei machen. Ich schaue ja relativ gerne dann irgendwas Serien nebenbei, während ich Elite zocke. Habe ich hauptsächlich beim Traden bis jetzt halt immer gemacht und das ging ganz gut. Ich denke mal, meinen wird da auch so in die Kategorie fallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, dieser Sound von den von den Cargo-Drohnen, den finde ich super, wenn die so angeblubbert kommen. Und jetzt hängen wir hier im Processing fest. Ah, okay, jetzt hat er es. Weil gerade eben, bevor ich das Video aufgenommen habe und so ein bisschen rumprobiert habe, da hatte ich halt Probleme damit gehabt, die Sachen in die Raffinerie zu packen, weil es irgendwelche Server-Connection-Probleme gab und so weiter. Dann haben wir wieder zwei Collector draußen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Jetzt scheinen sie beide zu collecten. Die Frage ist, ob jetzt gleich eine verschwindet. Na, jetzt funktionieren. Ja, jetzt wieder eine verschwunden. Ich glaube, die fliegen gegeneinander oder scoopen sich gegenseitig weg. Lepidolit kriegen wir jetzt hier nirgendwo rein. Schmeißen wir das Bauxit raus. Also großartig spannender ist Mining halt nicht geworden. Es ist immer noch genauso langweilig wie Straden eigentlich. Aber es wird halt so ein bisschen mit Komfortfunktionen angereichert, was ganz gut ist, finde ich. Ihr merkt halt, wenn man mit den Drohnen arbeitet, muss man echt drauf schauen. Hier mein Hopper, bzw. meine Raffinerie, die ist halt sehr schnell voll. Also eine 6er Raffinerie ist da ein bisschen knapp. Ich würde da eher auf eine 8er zurückgreifen. Ich habe leider keine größere bekommen. Ich muss mal schauen, was ich habe. Ich habe eine 2A Raffinerie. Die 3A, die packt mehr. So, und langsam füllt sich unser Frachtraum hier. Wir haben 14 Tonnen Fracht jetzt mittlerweile dabei. Und ich glaube, wir sind jetzt hier schon so an die... Oh, und jetzt werden wir beschossen. Jetzt geht hier irgendein Pirat auf uns los. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, dass wir hier wegkommen. Zum Glück habe ich einen Schafflauncher noch gekauft. Es ist immer Eagle. Vielleicht können wir es mit dem sogar aufnehmen. Schauen wir einfach mal. Wenn nicht platzen war halt, ist ja auch egal. Weil wir haben 5 Burst Laser dabei. Ja, das klappt. Also das ist halt die Gefahr beim Minen, dass man sich zu sehr auf das Minen konzentriert und dann nicht mitbekommt, wenn man angegriffen wird. Und ich bin jetzt auch nicht mit den Top Thrustern unterwegs, weil ich etwas mehr Reichweite haben wollte. Aber die Eagle kriegen wir trotzdem. Und die hat 12.000 gebracht. Das ist ganz ordentlich für eine Eagle. Ich habe das Gefühl, dass in den High-Intensity Resource Extraction Sites auch mehr Geld zu holen ist bei den Kopfgeldern. So, und jetzt haben wir Refinery Communication to Server failed. Jetzt haben wir genau das Problem, was ich eben auch hatte. Die Server brechen irgendwie langsam zusammen oder Teile des Servers reagieren nicht. Und dann können wir eben nicht unser Zeug aus dem Hopper in die Raffinerie packen. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Naja, aber ich würde mal sagen, da es anscheinend im Moment gerade anfängt, wieder rumzuspinnen, verabschiede ich mich auch an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen von den neuen Features jetzt zeigen. Wie gesagt, ein paar von euch haben sich ja gewünscht, dass ich die Collector-Drohnen zeige. Ich hätte es auch noch im Piraterie-Szenario zeigen können, aber das ist ja eigentlich genau dasselbe. Ihr schießt die Dinger raus und die sammeln für euch ein. Es gibt auch noch größere Collector-Controller, da könnt ihr dann, ich glaube, bis zu 4 Drohnen gleichzeitig rausschicken. Das heißt, wenn ihr mal irgendwann T9 überfallt und der schmeißt da seine 500 Tonnen raus, könnt ihr die auch mal locker wegscoopen in ein paar Minuten.
Gerade in einem Wing ist das dann, wird das dann wahrscheinlich unglaublich profitabel. Natürlich werden dann wahrscheinlich auch die Forderungen der Piraten unglaublich steigen. Weil bis jetzt ist es ja eher so, also wenn ich Piraterie mache und alleine bin, ich würde dann von einem Trader 20 Tonnen verlangen, weil ich mehr eh nicht scoopen kann, bevor sich das Zeug in Luft auflöst. Und jetzt könnte ich halt einfach mal das Drei- bis Vierfache verlangen. Also, Trader, freut euch schon mal auf die Zukunft. Sie sieht nicht so rosig für euch aus. Ich kenne da auch noch so ein paar Leute, die das genauso sehen wie ich. Aber das wird erstmal davon abhängig sein, welcher Fraktion wir uns tatsächlich anschließen. Also im Moment stehen Arissa Lavinie Deval im Raum oder Archon Delayne, der wohl so eine Art Piratenlord ist. Lasst euch einfach mal überraschen, werden wir ja auf jeden Fall sehen, wenn dann das ganze Spiel, wenn dann das ganze Update live geht. Und dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit meinen Videos. Fly safe, Commanders.